Also an dem Kran hingen 1,5 Millionen Euro und die Arbeit von einer Gruppe von 10 Leuten von mehreren Jahren. Gedacht ist das Gerät für das Energy Materials In Situ Laboratory, abgekürzt EMIL. Das ist ein riesiges Labor, was sich darauf spezialisiert, energierelevante Materialien zu untersuchen. Und das Labor will einen sehr großen Energiebereich, den man nicht mit einem Undulator abdecken kann. Stopp! Das ist immer eine sehr spannende Situation. Also, wenn man so ein Gerät das erste Mal einbaut, muss alles funktionieren. Also wenn eine Komponente nicht funktioniert, kann man es ausbauen. Die Basis, diese ganzen Aufbauten, sind wirklich sehr detaillierte Rechnungen. Und ein Teilchenpaket in einem Beschleuniger ist ein chaotisches System, unterliegt wirklich die Gesetze der Chaos, und das kann man mit Lyapunov-Exponenten messen, die Erzeugung von Synchrotronenstrahlung ist eigentlich ein Quanteneffekt, da gibt es einen Quantenrückstoß dabei. Das sind alles extrem theoretische Sachen. Und dann kann man das messen, dann kann man das wirklich bauen und dann das Gebaute auch noch überprüfen. Das ist gigantisch. Normalerweise, wenn man so viel theoretische Physik im Hintergrund hat, dann sind das ganz komplexe Sachen mit sehr komplexen Messungen. Und hier mache ich ganz grundlegende theoretische Sachen und ich kann sie wirklich leicht messen. Das ist Beschleunigerphysik, das, was es so attraktiv macht. Und man lernt immer wieder was Neues. Das ist auch das Erstaunliche. Die Natur hat, wir denken, wir haben alles verstanden. Wir können es bauen, wir bauen es, es funktioniert. Und trotzdem gibt es irgendeinen kleinen Effekt, woran wir überhaupt nicht gedacht hatten. Etwas Neues. Und wenn wir noch aus diesem Neuen noch etwas Neueres entwickeln können, etwas weiterentwickeln können, dann fühlen wir uns wie Schneekönige. Eine Stärke des HZBs ist, dass wir diese sehr enge Verknüpfung haben von der Forschung an Energiematerialien und Prozessen und der Synchrotronstrahlung, die wir zur Verfügung stellen, um elektronische Eigenschaften von Materialien anzuschauen. In früheren Zeiten haben Sie Ihr Material, Ihre Fragestellung vorbereitet. Sie haben nachgewiesen, dass Sie das Material herstellen können. Sie kommen an das Synchrotron und machen die finale Messung, um im Wesentlichen eine Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. In der Zukunft wird die Alleinstellung von Synchrotronstrahlung nicht mehr so gegeben sein. Wir werden es integrieren in verschiedene anderen experimentellen Untersuchungsmethoden an demselben Material. Das nächste große Projekt, das wir am HZB verfolgen, ist das BESI-VSR-Projekt. VSR, das steht für variable Pulslängen. Das heißt, wir werden unseren Nutzern gleichzeitig anbieten, lange und kurze Lichtpulse. Wir befassen uns mit sogenannten superleitenden Kavitäten, Hohlraumresonatoren. Und diese Komponente ist die Schlüsselkomponente, die diese Weiterentwicklung von BESI 2 zu BESI-VSR überhaupt ermöglicht. Im Prinzip ist fast an jeder Ecke irgendwo eine Gefahr, die da sozusagen lauert. Also einerseits ist das technisch natürlich eine große Herausforderung, diese Kavitäten zu kühlen. Ich muss sie auf minus 271 Grad, 72 Grad Celsius abkühlen. Das muss ich mit Flüssighelium machen. Also allein das ist eine riesen Herausforderung, dieses Kühlmittel zur Kavität zu bringen. Da stehen diese 59,21. Ich habe weiterhin eine Herausforderung, dass durch diese hohen Felder natürlich an der Oberfläche der Kavität kein einziges Staubkorn vorhanden sein darf. Ansonsten bricht das Feld in der Kavität letztendlich zusammen. Man muss den Mut haben, auch was zu entwickeln, wo man nicht weiß, wie das Endresultat genau aussehen wird. Das ist eben Forschung und Entwicklung. Sonst wäre das nur Bauen.
Man muss geduldig sein, das ist ja gerade der Clou. Also wenn man ungeduldig wird mit den superleitenden Kavitäten, dann hat man verloren, weil dann macht man einen Fehler bei der Montage letztendlich. Also man kann nicht abkürzen. Ja, wenn jetzt Feierabend ist und das System ist noch offen, dann kann man dann einfach nicht einfach den Schraubenschlüssel fallen lassen und nach Hause gehen, sondern man muss weitermachen, bis das System in einem Zustand ist, wo man sagt, der ist sicher. Weil am nächsten Tag kann man dann ansonsten wieder von vorne anfangen. Wenn wir Katalyse untersuchen wollen, es ist nicht genug, dass wir ein Material uns angucken, bevor der Reaktion und nach der Reaktion. Wir wollen sehen, wie sich diese Materialien ändern unter Reaktionsbedingungen. Es kann eine Oberfläche sein, es kann ein Nanoteilchen sein. Und um das zu machen, benutzen wir Mikroskopie und Spektroskopie kombiniert. Und wir brauchen starke Lichtquellen. Und im Labor, wir gucken uns die ganze Oberfläche und wir kriegen einen Durchschnitt, was die Oberfläche macht. Hier können wir kommen und sehen, diese Region, wir können die Mikroskopie machen, sehen, wie sie sich ändert. Wir können ein bisschen die chemische Zusammensetzung von verschiedenen Regionen. Und das kann man sonst in ganz wenige andere Orte machen, auch mit einer ganz guten Auflösung. Man kann in einer Woche Daten für 3 Artikel kriegen, was man sonst in einem Jahr nicht gekriegt hätte. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nutzt hier die Synchrotronstrahlung für die Metrologie. Und wir haben eine inzwischen schon 30-jährige Erfahrung auf diesem Gebiet und gemeinsam mit den Kollegen vom Helmholtz-Zentrum Berlin hier ein Zentrum geschaffen für Metrologie mit Synchrotronstrahlung, das es in dieser Größe und was die Vielfalt der Anwendung angeht, in der Welt nicht noch einmal gibt. Wir sehen einfach auch an dem Feedback mit unseren Partnern, dass wir unsere Arbeit sehr erfolgreich machen. Das motiviert enorm. Und das sind Industriepartner. Und das sind Weltmarktführer. Natürlich ist der große Traum, wir finden hier eine tolle Lösung, um zur Energieversorgung klimafreundlich der Welt zukünftig ein ganz neues Element beizutragen und im Idealfall, das ist hier gemessen, hier erfunden und dann mit Industriepartnern zusammen wirklich in die Welt getragen. Ziel ist, dass wir dort, wo wir im Moment sehr stark sind, im Bereich Photovoltaik, künstliche Photosynthese, dass wir diese Spitzenpositionen ausbauen und dass wir dann auch wirklich neue Fragen beantworten, die vielleicht weltweit keiner so beantworten kann wie hier, wir hier am Helmholtz-Zentrum Berlin. Und dafür ist auch ein Synchrotron einfach eines der ganz zentralen Werkzeuge und deswegen setze ich große Hoffnungen in BESSI, in die Zukunft von BESSI und auch in ein BESSI 3.